SWR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke. Freunde der Weisheit, guten Abend. Auf ein gutes, gemeinsames neues Jahr, das, wie ich heute erst noch gelesen habe, ganz im Zeichen der Konsumlaune stehen soll. Der Handel schlägt momentan Purzelbäume, denn so viel Kauflaune hat es seit 20 Jahren nicht gegeben. Die Leute stürmen gerade die Geschäfte und anscheinend geht's uns gerade sehr gut. Nur einem nicht, meinem heutigen Gast. Der dürfte nämlich bei solchen Meldungen schlechte Laune kriegen. Er ist davon überzeugt, dass ein Lebensstil, der auf der Logik des immer mehr basiert, irgendwann ruinös enden wird, es sei denn, wir kriegen noch rechtzeitig die Kurve und nehmen Abschied vom Prinzip Wachstum. Nico Pech ist Theoretiker der sogenannten Postwachstumsökonomie. Und mit ihm wollen wir heute Abend darüber nachdenken, ob es Wachstum auch ohne Zerstörung geben kann oder ob nur die Rolle rückwärts hilft, also materieller Verzicht. Für Ihre Gedanken, Sie sind herzlich eingeladen, wie immer, sich hier zu beteiligen. Unsere Telefonnummer 0800 5678 und dreimal die 5 oder die Mailadresse philo@wdr.de. philo@wdr.de oder 0800 5678 und dreimal die 5. Guten Abend, Herr Pech. Guten Abend. Gibt es eigentlich irgendein historisches Beispiel dafür, dass mal eine Gesellschaft kollektiv beschlossen hat, mit weniger auszukommen? Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, so eine Gesellschaft hat es noch nicht gegeben. Die einzigen Gesellschaften, die über die Kunst oder die Kompetenz verfügen, ökologisch und ökonomisch nicht über ihre Verhältnisse zu leben, sind einfach über Jahrhunderte so geblieben, wie sie immer waren. Sie haben sozusagen den Weg in die Industrialisierung nicht beschritten. Aber das ist eben nicht dasselbe wie das, wonach Sie gefragt haben, nämlich dass eine moderne Konsumgesellschaft irgendwie den Rückweg antritt. Das heißt, die ganze Menschheitsgeschichte ist eigentlich von einem vollkommen anderen Gedanken als dem des Wachstums geprägt gewesen. Das würde ich nun nicht sagen. Ich glaube, dass die Phase des wirtschaftlichen Wachstums vor relativ kurzer Zeit, zumindest gemessen an historischen Dimensionen, anbrach. Das war einfach der Beginn des Zeitalters der Industrialisierung. Es ist nicht so, dass die Menschen vorher nicht davon geträumt hätten, ihre Möglichkeiten zu steigern, ihre materialisierten Freiheiten mehr werden zu lassen. Es war nur so, dass die Menschheit schlicht und ergreifend nicht über die technischen Möglichkeiten verfügte, wirtschaftliches Wachstum zu entfachen. Ah, also dieser Irrweg, ich unterstelle jetzt mal, dass Sie diesen Wachstumspfad dann doch auch auf die als lange Linie als Irrweg betrachten, der musste dann anscheinend beschritten werden. Ich würde die Idee des Wirtschaftswachstums nicht per se als Irrweg bezeichnen. Schauen Sie, vor 250 oder vor 300 Jahren war die Kindersterblichkeit desaströs. Die Menschen waren geplagt von vielen Formen der materiellen Knappheit, der Unterversorgung und so weiter. Und auch der Unfreiheit, die sich tatsächlich ebenfalls indirekt ergab aus der Unmöglichkeit, mobil zu sein oder eben auch lebenserleichternde Technologien zu benutzen. So gesehen würde ich schon sagen, dass bis zu einem gewissen Grad wirtschaftliches Wachstum historisch betrachtet wirklich einen Fortschritt darstellte. Auch einen Fortschritt, den man verantworten konnte. Aber wie das so ist in der Ökonomie, sollte man eigentlich die Dinge, die Aktivitäten oder auch die Fortschritte nur bis zu dem Punkt betreiben, bis zu dem die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Und den haben wir schon überschritten? Aber selbstverständlich, was das wirtschaftliche Wachstum anbelangt, schon lange. Wann denn ungefähr? Wissen Sie, das kann man natürlich jetzt nicht auf ein Jahr oder ein Jahrzehnt genau sagen. Aber es gibt tatsächlich Berechnungen, die versuchen zu ermitteln, wie viel ökologische Verbräuche pro Jahr wir so in unsere Industrie, in unseren Konsum, vor allem in unsere Mobilität und in die sonstige industriegemachte Bequemlichkeit stecken. Und dann schauen diese Verfasser und Forscher solcher Studien nach, wie viel ökologische Kapazitäten der Planet hat. Und wenn man es schafft... Das ist dann die Geschichte mit dem ökologischen Fußabdruck richtig, zum Beispiel. Richtig, Sie haben es erfasst, Sie scheinen sich auszukennen. Und wenn der ökologische Fußabdruck, das heißt genauer die Summe aller ökologischen Fußabdrücke der Menschen, die auf einem Planeten leben, so
gerade noch in Einklang gebracht werden können, eben mit der Fläche der Erde, wobei wir die Fläche sozusagen als speisende Kraft, was die Ressourcen anbelangt, betrachten, dann kann man noch von einem ökologischen Gleichgewicht reden. Vielleicht war es irgendwann in den 50er, 60er oder Anfang der 70er Jahre so, dass in einigen modernen Ländern sozusagen dieses Gleichgewicht verlassen wurde. Das ist gut, dass Sie nochmal zurückschauen, denn es gibt ja ein zentrales Ereignis, was wirklich dann auch von globaler Bedeutung war, weil es überall diskutiert wurde. Das war die Veröffentlichung des Club of Rome. Damals hieß das ja Grenzen des Wachstums, Anfang der 1970er Jahre. Und das ist doch, wenn man sich das nochmal im Rückblick anschaut, auch ein schönes Beispiel dafür, wie schwierig das eigentlich ist, gute Prognosen für die Zukunft abzugeben. Finde ich überhaupt nicht. Die Qualität dieser Prognosen hat die Zeit überdauert. Es ist sogar so, dass viele dieser Prognosen Untertreibung waren. Das heißt, manche Probleme der Ökologie, des Umweltschutzes, die wir uns an den Hals geholt haben durch nimmersattes Wirtschaftswachstum, die konnten zu der Zeit noch gar nicht bekannt sein. Etwa der Klimawandel oder auch die Elektroschrottlawine, das Sterben der Arten und so weiter. Das sind Probleme, die damals noch total unterschätzt wurden. Der Club of Rome hat nie behauptet, auf ein Jahrzehnt genau irgendwie ja prognostizieren zu können, wann bestimmte Ressourcen knapp werden. Und selbstverständlich haben die Aussagen des Club of Rome immer noch die Möglichkeit gelassen, die noch nicht erschlossenen Teile des Planeten irgendwie wie eine Müllhalde oder wie so einen Teppich zu betrachten, unter den man die Probleme schiebt. Aber jetzt, nach mehr als 40 Jahren seit Erscheinen dieses Berichts des Club of Rome, stellen wir fest, dass dieser Teppich Risse bekommt. Das heißt, jetzt fängt wirklich der Ernstfall an. Das gilt für die Ökologie. Es gilt aber auch für die Verknappung wesentlicher Rohstoffe, ohne die wir langfristig gar nicht in der Lage sein können, die industrielle Wachstumsmaschine weiter am Laufen zu halten. Ich habe nochmal nachgelesen, dieser Bericht des Club of Rome beruhte auch auf der Leistung eines Riesenrechners, den man damals eingesetzt hat, um solche Zukunftsprognosen überhaupt erstellen zu können. Heute könnten wir beide das theoretisch mit unserem Laptop zu Hause machen. Das ist auch eine Form von Wachstum, oder? Naja, wissen Sie, das Wachstum der Daten, das wir dann aber bräuchten, ist dann eine andere Frage. Nein, das stimmt schon. Also das war Jay Forrester, der mit seinen sogenannten System Dynamics und einem wirklich für die damalige Zeit neuartigen Rechner eben Simulationen plotten konnte. Nur wenn wir heute das selbst zu Hause machen könnten, weil wir also ein Notebook haben, das also eine vielfach höhere Rechenleistung hat. Als diese eine Großrechner. Genau, ganz genau. Dann hilft uns das trotzdem nicht weiter, aus zwei Gründen nicht. Weil die Komplexität der Ökosphäre und auch der sozialen Strukturen moderner Gesellschaften, ja, diese Komplexität, die lässt sich nicht mit Hilfe von Rechnern einfangen, sondern die Rechner sind da nur so gut wie die Modelle und wie die Annahmen, die wir treffen. Und das zweite Problem sind schlicht und ergreifend die Daten. Das heißt, wir sind keine Hellseher. Niemand kann Hellseher sein. Niemand kann wirklich wissen, wie lange sozusagen bestimmte ökologische Gleichgewichte oder wie lange ganz bestimmte stabile Strukturen anwehren können. Diese beiden Dinge abzuschätzen, das ist etwas, was uns kein Rechner und keine Rechenkapazität abnehmen könnte. Ja, ich habe dieses Beispiel jetzt auch wirklich nur genannt, um zu zeigen, dass es doch auf bestimmten Gebieten durchaus technische Entwicklungen sind, aus denen man reizvolle und auch gute Dinge machen kann. Und kriege das nicht zusammen mit einem Wort, was ich beim Lesen Ihres Buches immer wieder gefunden habe, nämlich Rückbau. Was ja so klingt, als ob Sie bestimmte Entwicklungsschritte der Menschheit ja nicht geschehen machen wollten. Naja, also ungeschehen machen kann man nichts. Alles auf diesem Planeten, was wir tun, ist irreversibel, das ist klar. In der Technik sowieso, wegen der thermodynamischen Gesetze und alle anderen Dinge auch, weil wir die Zeit nicht zurückdrehen können. Man müsste Albert Einstein, wenn er noch lebte, fragen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, die Zeit so weit zu krümmen, dass wir wieder sozusagen ja, Vergangenes ungeschehen machen. Nein, wissen Sie, ein Auto hat ja auch einen Rückwärtsgang. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe einen Automobilkonzern, der erstmals in der Geschichte der Entwicklung der Automobile ein Auto anbieten würde, das keine Bremse und keinen Rückwärtsgang hätte. Da würden wir uns krank lachen.
Das wäre ein Gag, den nicht mal Helge Schneider aufführen würde, weil er einfach zu blöd ist. Aber in der Wirtschaft und auch in der technischen Entwicklung tun wir so, als gäbe es nur einen Vorwärtsgang. Und das, was Sie gerade gesagt haben über diesen Fortschritt, der ja auch Sinnvolles zutage gefördert hat, wissen Sie, als Ökonom habe ich es mir angewöhnt, auch bei den vermeintlich schönen Dingen, die wir erschlossen haben, immer nach dem Preis zu fragen. Und die Computerisierung, die Sie gerade als ein Beispiel für wünschenswerten Fortschritt ansprachen, die hat in der Tat, wenn wir also das Augenmerk nur auf die Vorteile legen, hat in der Tat tatsächlich wünschenswerte oder zumindest aus Menschensicht begehrliche Dinge uns erschließen lassen. Aber wir müssen auch nach dem Preis fragen. Was die Computerisierung mit dieser Gesellschaft etwa in Deutschland macht, das können wir noch gar nicht abschätzen. Da ist die Rede von digitaler Demenz, von Reizüberflutung, von Überwachung, von einer Beschleunigung, die wir schlicht und ergreifend nicht mehr meistern können. Die Energieverbräuche steigen exorbitant und anderswo auf diesem Planeten entstehen neue Gebirgszüge, bestehend aus europäischem Elektroschrott. Also das muss man dann natürlich irgendwie mit dazu sagen und dann muss man versuchen, mal ein Saldo zu machen. Und das gelingt nicht, weil wir da nämlich Äpfel mit Birnen vergleichen. Und weil wir Äpfel mit Birnen vergleichen, sagen wir, ach, wir können das ja gar nicht irgendwie saldieren. Also machen wir es erst gar nicht. Das ist ein bequemes Leben und am Ende kommt dann immer diese vermeintlich objektive oder begründbare Schlussfolgerung heraus, dass der technische Fortschritt immer irgendwie zum Nutzen der Menschheit sei. Das nehmen wir jetzt mal bis hierhin, Herr Pech, als Diagnose des Zustandes, in dem wir Ihrer Meinung nach leben. Und dann kommen wir nachher darauf zu sprechen, wie denn eigentlich Konturen einer Postwachstumsökonomie aussehen könnten. Ich begrüße als ersten Hörer unter 0800 567 83 mal die 5 Herrn Bangemann. Ich grüße Sie. Guten Abend. Ja, ich grüße Sie auch. Schönen guten Abend. Und was war es, was Sie bewogen hat, anzurufen? Ich habe vorweg etwas geschrieben und ich bekam jetzt gerade den Rückruf. Ich kenne Nico Pech persönlich. Jetzt wäre es schön gewesen, er hätte schon ein bisschen dargelegt, was seine Lösungsansätze sind. Nämlich daran dockt dann das an, was ich im Kern eigentlich zu sagen habe. Aber ich kann es durchaus auch jetzt so einmal versuchen. Also erstmal ist die Arbeit von Nico Pech unglaublich wichtig, weil wir in eine Diskussion hineinkommen, die grundsätzlich hinterfragt, wie wir seit vielen Jahrzehnten, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, wirtschaften. Mein Ansatz ist der, dass ich sage, wir haben dabei uns selbst ein gesellschaftliches und gesamtwirtschaftliches Klima geschaffen, innerhalb dessen es unglaublich schwer ist für den Einzelnen, ganz individuelle Veränderungen herbeizuführen. Weil in jedem Kopf der Gedanke festsitzt, ohne Wachstum bricht alles zusammen. Nicht nur das, sondern weil das gesamte persönliche Umfeld von jedem Einzelnen in seinem Unternehmen oder sei er selbstständig natürlich geprägt ist von der gesamtwirtschaftlichen Lage und da ist über allem schwebt da etwas, das man vielleicht ganz lapidar die Kapitalrendite nennen kann. Das wird einem im Einzelfall oftmals nicht bewusst, aber im Großen und Ganzen ist es eine enorme Wirkung, die das auslöst. Und die führt eben zu einem Handeln, das ab einem gewissen Punkt rational gar nicht mehr erklärbar ist. Das heißt, es gibt eine bestimmte Systemlogik und dann ist es fast unmöglich, als Einzelner anders zu leben. Ist das, was Sie meinen? Und wenn, dann nur unter ganz erschwerten Bedingungen. Mein Ansatz ist deshalb und vielleicht ergänzend oder erweiternd zu dem, was Nico Pech sicher noch schildern wird, dass wir immer mit einem sowohl als auch, sowohl individuelle, persönliche Verhaltensveränderungen sind wichtig, aber auch ein unmissverständlicher und ständig wiederholter politischer Willen zu grundlegenden Veränderungen des Wirtschaftssystems. Und da möchte ich eigentlich genauer noch sagen, des Geldsystems selber, weil ich der festen Überzeugung bin, dass daher dieses gesamtwirtschaftliche Klima und damit auch das gesellschaftliche Klima erzeugt wird, das uns letztlich zu einem falschen Handeln zwingt. Herr Pech, dann sollten Sie mal den ersten Punkt aus Ihrer Perspektive beantworten, also was individuell getan werden kann. Wenn es auch so schwer scheint, folgen wir Herrn Bangemann, sozusagen ein richtiges Leben im Falschen zu führen. Herr Bangemann hat schon recht, wenn er sagt, dass es systemimmanente
Wachstumszwänge gibt, denen wir unterworfen sind. Aber dieses Wir muss man dann schon noch mindestens zweiteilen. Also der Zwang, das eingesetzte oder investierte Kapital zu vermehren, weil die Kapitalgeber entweder einen Zins oder eine Eigenkapitalrendite verlangen. Dieser Zwang, der betrifft nicht mich. Wenn ich jetzt losgehe, mein neues Smartphone kaufe oder mich im Wirtshaus bedienen lasse oder die nächste Flugreise buche. Weil diese Entscheidung treffe ich als Konsument und nicht als Kapitalverwerter. Man kann sehr wohl sagen, und da hat der Bangemann recht, dass auf der Angebotsseite der Wirtschaft diese kapitalbasierten oder bedingten Wachstumszwänge vorherrschen. Aber diese Wachstumszwänge können nichts ausrichten, wenn es nicht eine Nachfrageseite gibt. Und das sind wir. Das sind wir, wo dann eben Heerscharen von Konsumentinnen und Konsumenten willfährig jeden Dreck kaufen, der aus Gründen der Kapitalverwertung angeboten wird. Dann wollen also das, wir doch mal. Das muss man schon noch dazu sagen. Trotzdem ist es keine Gegenrede, sondern einfach nur eine Ergänzung. Das heißt, ich unterscheide in meiner eigenen Forschung zur Postwachstumsökonomie eben zwischen angebots- und nachfrageseitigen Wachstumstreibern. Und das war eben nur die Ergänzung um die nachfrageseitige Dimension dieser Medaille. Ja, vielleicht kommen wir weiter bei der Nachfrageseite, also bei uns, wenn Sie hören, was Uta Rose aus Solingen geschrieben hat an philo@wdr.de, da heißt es, wollen wir Alternativen zum Prinzip des Wachstums bedenken, sollten wir nicht auf die da, die Gesellschaft oder die Wirtschaft verweisen, sondern bei uns beginnen. Schon Aristoteles warnt in seinen Überlegungen zur besten Verfasstheit eines Gemeinwesens auf eine Eigentümlichkeit des Menschen hin, die Neoplexia, die unendliche Begehrlichkeit, die nie an ein Ziel gelangt. Um ihr zu begegnen, bedarf es einer Haltung des besonnenen Maßhaltens. Das heißt, im aristotelischen Sinne zu überlegen, wie man das ideale mittlere Maß findet, zwischen einem zu wenig und einem zu viel, zwischen der Bedürfnisabhängigkeit der Armut und der neuen Bedürfnisabhängigkeit des Überflusses. Orientieren müssen sich solche Überlegungen, schreibt Uta Rose, an dem Ziel des guten Lebens in unserem Gemeinwesen. Schön gesagt, schön zitiert, schön geschrieben. Aristoteles ist in der Tat nicht nur ein ökonomischer Vordenker, man kann ihn sogar als einen Vordenker der nachhaltigen Entwicklung auffassen. Das war gerade ein eindrucksvolles Beispiel für diese These. Nun, Aristoteles hat natürlich nicht unter den Bedingungen einer Medien- und Konsumgesellschaft gelebt. Er hat wirklich die Perspektive des einzelnen Individuums eingenommen und er hat die vielen Einflüsse, denen Individuen heute ausgesetzt sind, die hat er alle natürlich nicht voraussehen können. Das muss man schon sagen. Deswegen ist es heute ungleich schwerer, auf Basis einer solchen aristotelischen Philosophie so ein mittleres Maß zu finden. Man kam aber auch aus dieser schwierigen Situation, in der wir uns heute bewegen, kann man aber auch umgekehrt einen Schuh draus machen, indem man sagt, wir verfügen heute über bessere Möglichkeiten, Gruppen, Netzwerke, alternative, kleinere, inselhafte Sozialstrukturen zu bilden, in denen gegen den Strom sozusagen ganz andere Daseinsmuster ausprobiert, eingeübt, wiederholt, stabilisiert und schließlich kultiviert werden. Also es gibt das, Pioniere der Postwachstumsökonomie. Ja, es gibt nämlich doch einen Punkt, da würde ich dann dem Aristoteles vorsichtig widersprechen. Einfach zu sagen, dass der Mensch von unersättlicher Gier oder Neugierde oder Steigerungswahn irgendwie davon heimgesucht sei oder besessen sei, das glaube ich so nicht. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Die Maßstäbe, die Menschen anlegen an das, was wünschenswert ist. Was natürlich ist, Aristoteles pur ist, ne? Was denn? Dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Naja, aber dass vor allem das Soziale letzten Endes maßgeblich dafür ist, welche Maßstäbe wir anlegen, wenn wir die Frage beantworten, was braucht es, um gut zu leben oder was ist dieses mittlere Maß? Es ist eben schwierig in einer vollgestopften und reizüberfluteten Konsumgesellschaft, in der die Individualität eines Individuums ausschließlich von den Konsummengen oder Konsumsymbolen abhängt, hier andere Praktiken der Selbstfindung oder der Identifikation zu finden. Zu Zeiten Aristoteles war es so, dass der Mensch auch an dem gemessen wurde, was er kann, wie er sich verhält. Heute ist in der modernen Konsumgesellschaft keine Könnens-, sondern nur noch eine Besitzgesellschaft quasi maßgeblich für das, was Menschen darstellen, auf welcher sozialen Hierarchiestufe sie sich wiederfinden, wie sie kulturell anschlussfähig und damit akzeptabel oder überhaupt kommunikationsfähig sind. Sollen wir wieder Handwerker werden? Aber selbstverständlich, wir haben einen Mangel an Handwerk. Wir brauchen tatsächlich eine Alternative
zur Industriegesellschaft. Natürlich aus ökologischen Gründen. Aber das Schöne ist, dass dieses damit ökologisch Nötige gleichsam etwas sein könnte, das unser Leben bereichert, indem wir eine breitere Klaviatur der Ausübung von Freiheit und Selbstverwirklichung vor uns haben. Wir haben ja jetzt eine Konsumdiktatur. Junge Menschen beispielsweise werden in eine Welt hineingeboren, in der alles automatisiert ist, in der die einzelnen Handlungen, die irgendein Können bescheinigen, darin bestehen, irgendwie bei Facebook beliebt zu sein oder ein Touchscreen zu bedienen. Würden wir in einer Welt leben, wo dies zwar immer noch verfügbar ist, in Maßen wohlgemerkt und in ganz definitiven Grenzen, aber zusätzlich dazu eben auch Praktiken des manuellen, des handwerklichen oder künstlerischen Könnens verfügbar wären, dann hat der Mensch zwei Korridore der Entwicklung, der Möglichkeit, sich darzustellen, sich anderen mitzuteilen und auch Erfolgserlebnisse, Selbstwirksamkeit und Anerkennung zu finden. Albert Henne meldet sich aus Bonn. Guten Abend, ich grüße Sie, Herr Henne. Hoppla, sind Sie da, Herr Henne? Ja. Guten Abend. Guten Abend. Was gibt's denn von Ihnen? Ich wollte noch einen Faktor ansprechen, der das Wachstum auch sehr beeinflusst, und zwar nach oben, weil gerade auf dem Konsummarkt hat der Verbraucher gar nicht in der Hand, wie gut die Qualität des Produktes ist. Vor allem auch bei Elektroartikeln werden die Produkte so hergestellt, dass sie möglichst so schnell nach Ablauf der Garantiezeit kaputt gehen. Also das heißt, es sollen Fehler direkt vom Werk mit untergeschmuggelt werden? Ja, oder es werden halt Schwachstellen eingebaut, und damit das Produkt nicht lange hält. Das hat der Verbraucher überhaupt nicht in der Hand, weil er kann ja nicht feststellen, wie dick der Widerstand im Gerät ist, und wenn der zu dünn ist, dann brennt der eben durch und ist kaputt. Das Gerät geht eben kaputt. Was machen, Nico Pech, in so einem Fall die Pioniere des Postwachstums? Naja, es ist nicht so, dass wir umgeben sind von Produkten, in denen sogenannte geplante Obsoleszenz schlummert. So etwas gibt es. Das betrifft vor allem die ganz... Wie heißt das? Geplante Obsoleszenz. Die Obsoleszenz ist sozusagen das Altern, das Zerbröseln sozusagen, wenn man diesen Begriff zumindest anwendet auf materielle Gegenstände. Und der Zusatz geplant verweist eben auf die Klage oder die Beschwerde, dass also die Industrie qua Design diese schnelle Überalterung oder den schnellen Defekt irgendwie einplant. Dass es so etwas gibt, das will ich nicht in Abrede stellen. Das betrifft interessanterweise aber in erster Linie Produkte, die ich als Luxusgüter bezeichnen würde. Produkte, ohne die Menschheit lange auskommen konnte. Und jetzt jammern wir. Das ist natürlich inzwischen auch schon bei Autos so, dass diese Autos nicht mehr so dauerhaft produziert werden. Aber warum nützen wir nicht eigentlich diese Klage als einen zusätzlichen Grund dafür, diese Produkte einfach nicht mehr zu benutzen? Oder uns mehr Zeit zu nehmen, die Informationen zu sammeln, die man braucht, um die Produktvarianten herauszufinden, auf die das nicht zutrifft. Es ist doch eine paradoxe Situation. Wir haben noch nie über die mediale Verfügbarkeit, über die vielen Kommunikationskanäle so viele Chancen gehabt, sehr schnell an die Informationen heranzukommen, welche Produkte schlecht oder welche reparabel oder welche dauerhaft sind. Und doch jammern wir, dass die Produkte schnell kaputt gehen. Ich glaube, dass die meiste Obsoleszenz, also der Verschleiß der Güter, nicht, also die Wegwerfqualität der Güter, damit zu tun hat, dass wir unseren Konsum maximieren. Denn man bekommt keine gute Qualität zum Nulltarif. Das sage ich Ihnen jetzt mal so als jemand, der an der Karl-von-Ossietzky-Universität Produktionswirtschaft und natürlich auch Qualitätsmanagement unterrichtet. Das heißt, eine höhere Qualität kostet meistens mehr Geld. Zu behaupten, wir könnten mit demselben Geld, das wir heute ausgeben für Konsumgüter, eine dauerhafte Qualität zu haben, das ist ein Ammenmärchen. Und wenn die Menschen natürlich sparen, das heißt also, wenn sie T-Shirts haben wollen, die nur 5 Euro kosten oder Schuhe, die nur 19 Euro kosten oder die billigsten Smartphones und Flachbildschirme kaufen und Drucker vor allem, dann kann es sogar sein, dass manchen Herstellern gar nichts anderes übrig bleibt, als genau da zu sparen, wo eigentlich das getan werden müsste, was die Reparabilität und die Dauerhaftigkeit dieser Produkte ausmacht. Eva Kalin schreibt,
Sie fragen nach dem Wachstum. Mir fällt zu dem Wort zuerst ein: gedeihen, blühen, leben. Konsumierendes Wachstum reichert äußerlich an, aber macht es innerlich lebendig? Was macht, dass die Bedingungen für Wachstum gegeben sind? Sind es Attribute, die man kaufen kann? Oder ist es das, was im Innern so etwas wie Blühen entstehen lässt? Ich weiß, das ist eine poetische Sichtweise, aber manchmal denke ich, wie nötig, notwendig die Poesie ist. Es wäre, ihre Kraft wieder als Reichtum zu sehen, meint Eva Karlin als Vorschlag für eine andere Form von Pioniersein vermutlich. Ja, das verweist auf die Möglichkeit, menschliches Wohlergehen ganz anders darzustellen als im Kontext durchgehend materialisierter Handlungen und Freiheiten. Einfach achtsam durch eine Stadt zu gehen oder durch eine Landschaft und einfach in die Dinge, die sich kaum verändert haben, etwa mit dem Wechsel der Jahreszeit, der Witterung und so weiter, etwas Neues hineinzuinterpretieren. Früher haben Menschen Gedichte darüber geschrieben, wie es ihnen ergangen ist, wenn sie im Frühjahr erstmals von Singvögeln wieder geweckt wurden. Wie schön das ist, obwohl draußen nichts Neues produziert oder nichts Neues entstanden ist. Diese Fähigkeit der Imagination, der Neuinterpretation, der Neuschöpfung des Glücks, das mit den bestehenden Dingen in Verbindung steht, das wäre wirklich eine tolle Lebenskunst, die natürlich leicht in Einklang zu bringen ist mit einer Postwachstumsökonomie oder generell mit einer Ökonomie oder einer Daseinsform, die innerhalb ökologischer Grenzen da noch bleibt. Ist denn die Postwachstumsökonomie, um es jetzt auch einmal praktisch zu denken, denn die Pioniere, die auf kleinen Inseln leben und versuchen, andere Lebensformen vorwegzuleben, wie Sie gesagt haben, die werden es alleine vermutlich nicht richten. Ist das eine Epoche nach einem großen Kladderadatsch, nach einem Zusammenbruch? Wissen Sie, wir müssen zwei Fragen voneinander trennen. Den meisten Menschen fällt das total schwer, dies zu tun, wenn sie davon hören, dass es inzwischen Wirtschaftswissenschaftler oder Publizisten oder Aktivisten gibt, die für eine Wirtschaft ohne Wachstum oder sogar einen Rückbau der Wirtschaft plädieren. Sofort wird dann behauptet, dies habe etwas mit Zwang oder mit Ökodiktatur zu tun oder dies könne nur erreicht werden über Pioniere oder über einen großen politischen Umschwung. Wissen Sie, die erste Frage ist, wo wollen wir überhaupt hin? Was ist überhaupt unter einem Zustand der Ökonomie zu verstehen, der sich tatsächlich darstellen lässt, eben innerhalb unverrückbarer ökologischer Grenzen? Wenn wir so einen Zustand und die damit verbundene Daseinsform beschrieben haben, dann erst stellt sich die zweite Frage, welchen Weg wir beschreiten müssen. Man spricht oft von Transformation oder von gesellschaftlichem Wandel. Und von vornherein zu unterstellen, dass ein bestimmter Zustand nur über einen bestimmten Weg zu erreichen ist, das geht so nicht. Das bedarf schon einer bestimmten Begründung. Das, was ich in meinen Publikationen oder auch in meiner Forschung versucht habe, darzustellen an Möglichkeiten, die sich bieten in einem Zustand, ja, der Postwachstumsökonomie. Das lässt sich auf dreierlei Weise erreichen. In der Tat könnte man sich vorstellen, dass viele Pioniere, die also schon postwachstumstaugliche Daseinsformen und Versorgungsmuster praktizieren, dass die tatsächlich für eine tiefgreifende Irritation der Gesellschaft sorgen und dass sich diese Verhaltens- und vor allem Versorgungsmuster fortpflanzen. Das soll ansteckend wirken. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ich glaube noch nicht, dass so etwas absehbar denkbar ist, aber es wäre hellseherisch zu behaupten, dass dies nicht möglich ist. Die zweite Möglichkeit ist die Politik. Es ist also wirklich ganz einfach, innerhalb von 10 Minuten ein Programm zu verlesen, bestehend aus politischen Maßnahmen, die in Windeseile eine Ökonomie dazu bringen würden, nicht mehr zu wachsen. Das ist aber eine sehr viel bescheidenere Ökonomie, die, ich zitiere hier nochmal den Herrn Bangemann, nicht mehr so darauf beruhen dürfte, dass hohe Kapitalrenditen zwanghaft erwirtschaftet werden müssen. Und der dritte Weg, und da haben Sie das gerade schon sehr schön vorweggenommen, der besteht tatsächlich im Kollaps. Der Kollaps, die Krise, die Eskalation, wohlgemerkt kein Weltuntergang, keine Apokalypse, aber so eine Art der Zuspitzung, wie wir das etwa im Zuge der Finanzkrise erlebt haben, dies kann einen Druck oder einen Sog erzeugen, so dass moderne Gesellschaften zu Anpassungsleistungen oder Reaktionen gezwungen werden, die in der Summe auf genau den Fluchtpunkt, nämlich Wirtschaft ohne Wachstum oder Postwachstumsökonomie, zulaufen. Und ich glaube, dass man heute nicht sagen kann, welcher dieser drei Wege
also wirklich der richtige oder der wahrscheinlichere ist. Ich würde dafür plädieren, alle drei Wege offen zu halten. Ich meine, Krisen offen zu halten, das darf nicht sein. Ich würde mir niemals eine Krise wünschen. Nur als Ökonom sage ich Ihnen, wir werden gar nicht verhindern können, dass weitere Krisen auf uns zukommen. Finanzkrisen, Migrationskrisen, Sinnkrisen, Ressourcenkrisen, ökologische Krisen und so weiter. Und ich plädiere dafür, diese Krisen als Chancen zu begreifen, diese Krisen sozusagen herzunehmen als eine Stunde der Wahrheit und sie auch also als Lerneffekt zu akzeptieren. Wenn wir dann diesen erstgenannten Weg quasi parallel beschreiten, indem wir sagen, es könnte sich doch lohnen, schon jetzt, hier und heute, noch bevor eine Krise eintritt oder die Politik geläutert eine Postwachstumsstrategie anstimmt, hier schon anzufangen und diejenigen zu ermutigen und die zu bestärken, die schon freiwillig, also proaktiv unter Vorwegnahme einer ohnehin nicht vermeidbaren Zukunft postwachstumstaugliche Lebensstile umsetzen, die tatsächlich herzunehmen als einen Schatz, auch wenn das nur Minderheiten sind. Diesen Schatz wird man dann brauchen in Form von Erfahrungswissen, an dem sich dann der Rest der Gesellschaft orientieren kann, wenn die Krisen kommen. Ich versuche es mal so zusammenzufassen. Sie empfehlen Variante 1 und 2, um die Variante 3 zu vermeiden. Ja, natürlich. Ich meine, über Politik, das habe ich jetzt noch nicht viel gesagt. Also ich habe nur gesagt, es ist sehr leicht, politische Maßnahmen zu benennen. Die sind nur nicht mehrheitsfähig, weil sie auf Reduktion hinauslaufen müssen. Aber diese politischen Maßnahmen werden vermutlich als drittes hinzukommen. Wenn erstens soziale Bewegung auch im Kleinen eben schon die Möglichkeit einer Postwachstumsökonomie real vorwegnehmen und wenn Krisenszenarien heraufdreuen, dann kann es sein, dass sich auch die Politik endlich bemüßigt fühlt, ernst zu machen mit einer Strategie, die gegen das wirtschaftliche Wachstum gerichtet ist. Heute hat die Politik eine panische Angst davor, die Konsumgesellschaft, besser die Insassen der Konsumgesellschaft zu überfordern. Stefan Deswegen Biermann ist dran. Ich grüße Sie, Herr Biermann. Schönen guten Abend. Ich denke die ganze Zeit an das Phänomen des Glücks bzw. Glücklichsein, was ich eher als Zufriedenheit oder Zustand der Zufriedenheit bezeichne. Und ich denke nicht, dass durch dieses immer mehr an Materiellem dieser Zustand erreicht werden kann, was ja inzwischen auch durch viele Forschungen erwiesen ist. Ja, wobei wir natürlich nicht sicher sein können, dass es nur diesen einen Weg zum Glück geben kann. Da sind Menschen möglicherweise sehr verschieden. Das ist richtig, aber es geht auch ein bisschen in die Richtung der Dame mit der E-Mail vorhin, die sagte, es geht um das innere Glück und was ich empfinde. Und es ist nun schon klar, dass durch immer wieder was Neues, was teilweise ja nun nicht unbedingt was Neues darstellt, nur eine leicht marginiert veränderte Form, nicht unbedingt ein Zustand des mehr Glücks oder der höheren Zufriedenheit erreicht werden kann. Das sagen Sie, Herr Biermann, aber trotzdem gelingt es doch immer wieder, Glückserlebnisse durch den Erwerb von irgendwelchen schönen Sachen zu inszenieren. Ja, ich musste an eine Werbung, die mir zu Weihnachten ins Haus kam, denken. Da ging sinngemäß darum, dass da stand, mehr unterm Baum, mehr im Sack, mehr Glückseligkeit. Das ging genau in die Richtung. Sehr schön. Ja, also das ist ja noch, Herr Pech, das sollten Sie auch sagen, ist es eigentlich klug, im Zusammenhang mit der Wachstumsdiskussion die Glückskarte auszuspielen? Aber hallo, natürlich. Also alle mir bekannten ernstzunehmenden Wachstumskritikerinnen und Kritiker sagen eben, dass es nicht nur der Ökologie gut tut, wenn wir so etwas wie ein mittleres oder ein verträgliches Maß des Konsums, vor allem auch der Mobilität und der digitalen Kommunikation anpeilen, sondern dass es auch uns sehr, sehr gut tut. Aber wissen Sie, es gibt gar keinen Widerspruch zwischen der Aussage des Anrufers und dem, was Sie gerade angesprochen haben. In einer modernen Konsumgesellschaft, ich muss jetzt noch mal eine kleine Passage wiederholen, aber nur ganz kurz, die ich heute schon mal ganz kurz intoniert habe. In einer modernen Konsumgesellschaft ist das Dasein, vor allem das Ansehen, das soziale Ansehen, auf Gedeih und Verderb davon abhängig, wie weit man von dem Zustand der Güterausstattung, der als normal gilt, entfernt ist. Das bedeutet, wenn ich zurückfalle, wenn ich zu alte Klamotten trage, wenn ich zu wenig digitalisiert bin oder wenn einfach der Zustand meiner Wohnung und meine Urlaubsreisen nicht hinreichend spektakulär sind, dann werde ich praktisch dadurch bestraft, dass ich relativ zurückfalle. Und um dieser
schamhaften Situation zu entgehen, um auch die Kommunikationsfähigkeiten dieser Gesellschaft nicht zu verlieren, rüste ich nach. Das heißt, es gibt ein defensives Motiv auch für das Mithalten im Konsum und im Mobilitätsrausch. Deswegen ist es kein Widerspruch, wenn die Glücksforscherinnen und Forscher nicht müde werden zu betonen und das auch empirisch zu belegen, dass trotz des gewachsenen Güterwohlstandes, also Glück und Zufriedenheit, was übrigens nicht dasselbe ist, auf der Strecke geblieben sind und trotzdem die Leute nicht davon ablassen, weiter zu konsumieren. Das ist kein Widerspruch. Ja, wobei, was mir an Ihrer Rede zumindest fragwürdig scheint, ist, dass Sie auftritt mit der Haltung, ich durchschaue etwas, was die anderen nicht kapieren. Wir wissen es eigentlich alle und hängen trotzdem in dem Spiel mit drin. Ja, ja, wie gesagt. Es ist nicht schwer zu durchschauen. Ja, ich würde mir auch nicht anmaßen, irgendwie jemandem entgegenzutreten und ihm zu sagen, hör mal, du bist nicht glücklich oder das, was du da gerade gekauft hast, macht dich nicht glücklich oder so. Das ist eine Anmaßung. Als Wirtschaftswissenschaftler nehme ich eher die Position eines Advocatus Diaboli ein, indem ich die Gegenfrage stelle, was macht definitiv nicht glücklich oder was ist glückszerstörerisch? Und das ist einfach zu beantworten. Stress, Oberflächlichkeit, Zeitmangel. Denn was man überhaupt nicht, und das ist objektivierbar, in Abrede stellen kann, ist, dass jeglicher Genuss einer Ware oder einer konsumförmigen Tätigkeit eigene Aufmerksamkeit verlangt. Und Aufmerksamkeit wiederum kann man als Mensch nicht aufbringen, ohne Zeit zu verausgaben. Und der Tag hat nur 24 Stunden, abzüglich Essen, Schlafen, Körperpflege, Hygiene, Interviews geben, Kinder erziehen und so weiter und so fort. Und die Nichtvermehrbarkeit des dann noch verbliebenen knappen Zeitquantums führt zu einer, man könnte sagen, Konsumverstopfung. Wir werden rechnerisch immer mehr, schaffen immer mehr Dinge an, aber es fehlt uns die Zeit, die Dinge so auszuschöpfen, dass wirklich so ein Impuls daraus erwächst, der in irgendeiner Form beschreibbar wäre als Zuwachs an Zufriedenheit oder an Glück. Dass wir die Grenzen unseres Konsum- und Verbrauchswachstums erreicht haben, schreibt Benedikt Schmitz-Richrath, scheint mir evident. Und hier kann ich Nico Pech im Wesentlichen folgen. Aber fängt Wachstum nicht schon mit der Neugierde und der Lust, etwas Neues auszuprobieren an? Und ist dieser Drang, sich zu entfalten, nicht ganz tief in uns Menschen eingeschrieben? Auch die Menschheit als Ganze ist gewachsen, hat sich überall verbreitet und alle Lebensräume besetzt. Man müsste also differenzieren zwischen einem schädlichen Wachstum, einem guten Wachstum, zum Beispiel im Wissen, und drittens einem zugrunde liegenden quasi natürlichen Wachstumsdrang. Das Problem ist wohl, dass alle drei Facetten des Wachstums eng miteinander verbunden sind. Es wird also gar nicht einfach sein, meint Herr Schmitz-Richrath, wenn nicht sogar unmöglich, das schädliche Wachstum allein zu bekämpfen, ohne auch gewünschte Effekte zu verhindern, oder? Naja, wenn ich höre, dass beispielsweise das Wissen wachsen kann, habe ich so meine Bedenken. Nicht wenige Forscher aus der Soziologie, aus den Geisteswissenschaften oder ganz schnöde aus dem Wissensmanagement bezweifeln das. Wenn ein Mensch neues Wissen erlangt, dann wächst das Unwissen oft mit. In der Forschung kennen wir das sogar. Werner Heisenberg hat schon vor diesem Problem gestanden, als er im subatomaren Bereich rumwuselte und die Unschärferelation, die wir heute kennen, aufgestellt hat. Oder Erwin Schrödinger, ein Kollege von ihm. Das heißt, je tiefer wir eindringen in die Dinge, um vermeintlich neues Wissen zu schöpfen, desto mehr neue Fragen stellen sich, umso mehr Orientierungslosigkeit und so weiter. Neue Probleme stellen sich auch. Das ist ja das Paradoxe. Nie waren wir vermeintlich wissender als jetzt. Wir sprechen sogar von der Wissensgesellschaft. Und nie haben wir mehr Probleme gehabt. Nie war mehr Unsicherheit. Nie war mehr undurchdringliche Komplexität da. Nie war es so schwer, die Zukunft zu prognostizieren. Im Mittelalter war das kein Problem. Wir müssen also genau hinschauen. Also das ist wieder dieses Fortschrittsproblem, das ich heute schon mal an anderer Stelle und in einem anderen Kontext ansprach. Das ist aber nicht das einzige Problem, das ich sehe, wenn Leute behaupten, man könne so etwas Immaterielles wie Wissen steigern. Allein die Aufmerksamkeit eines Menschen hat, das habe ich gerade schon angesprochen, aber auch die Befähigung, alles zu erinnern. Das ist begrenzt, das muss man sich klar machen. Das können Neurobiologen besser und Hirnforscher besser begründen als ich. Und dann noch etwas. Wir wissen aus der Pädagogik, aber wir wissen auch aus den Lerntheorien, dass die Innovation des Wissens oft
quasi voraussetzt, dass es zuvor eine Exnovation gibt. Was für ein Ding? Eine Exnovation, also die Innovation ist ja praktisch ein Vorgang des Schöpfens von Neuem. Das kann man anwenden auf Produkte, Technologien, aber eben auch auf das Wissen. Und die Exnovation ist das Gegenteil von der Innovation. Das ist sozusagen das Vergessen beim Wissen. Dass etwas ausgemustert wird. Ganz genau. Oder genau, dass etwas ausgemustert wird oder einfach hinter sich gelassen oder gebracht wird. Mhm. Und es hat schon in den 70er Jahren also sehr viele Theorien im Lernbereich und im pädagogischen Bereich gegeben, die darauf hindeuten, dass wenn ich an der einen Stelle mich perfektioniere oder ganz neue, also auch Dimensionen des Wissens für mich erschließe, dass das voraussetzt, dass ich anderswo die Klappe zumache und da logischerweise Wissen verliere, weil ich mich da nicht mehr konzentriere, weil ich nicht die Möglichkeit habe, alles zu behalten oder alles gleichzeitig zu beherrschen. Weil wir sonst wahnsinnig würden. Richtig. Deswegen ist das mit dem Wachstum des Wissens so eine Sache. Das ist so eine schöne Metapher, die man immer gerne hört, aber die hat eigentlich keine richtige Grundlage. Ingo Schneider hat sich gemeldet unter 0800 5678 und 3x5 und da sind Sie also, Herr Schneider. Guten Abend. Ja, hallo. Hallo Herr Wiebeke, da fällt mir gerade ein, dass so eine Exnovation, ich wollte natürlich was anderes sagen, aber Exnovation wäre ja auch zum Beispiel alles, was jetzt hier mit der DDR passiert ist, ne? Die haben wir auch ausrangiert. Genau. Genau, vergessen, verlieren und es kann auch zerstören sein. Und dass da aber auch ja eigentlich, wenn wir jetzt zu unserem Thema kommen, hat das ja auch mit Verlust eben zu tun, mit Ängsten, mit Trauer. Und mit Widerständen, also das ist dann natürlich kein Wunder, wenn der Herr Pech da recht hat mit dieser Innovation, was ich auch überhaupt nicht anzweifeln möchte. Aber nun zu Ihrem Punkt, oder? Genau, mein Punkt ist eigentlich, was ich sagen wollte, was mir ganz wichtig ist, das ist, er hatte ja, oder Sie hatten ja, Herr Pech, hatten ja so die Wachstumstreiber benannt, angebotsseitige und nachfrageseitige. Und ich meine, dass eigentlich der Hauptwachstumstreiber bei uns eigentlich der Reichtum ist oder das Streben nach Reichtum und insbesondere eben da diejenigen, die auch agieren, das sind diejenigen, die Reichtum erwerben wollen und ihr diejenigen, die tatsächlich da auch Agenten sind, nämlich, keine Ahnung, vielleicht die obersten 5% oder 2%, die auch wirklich was gestalten können, also eine Gestaltungsmacht haben, dass deren Hauptinstrument eigentlich das Streben nach Reichtum ist. Dass sie also ganz ganz intensiv daran arbeiten eigentlich, ohne dass wir das so genau merken, dass es überall in der Gesellschaft da ist, dass dieses Streben nach Reichtum sich bis nach Wohlstand, nennt man das aber eigentlich, nach Reichtum, bis ganz nach unten durchsetzt in der Gesellschaft. Aber Herr Schneider, das ist mir noch nicht klar, wieso Sie glauben, dass wir so leben, wie wir leben, mit einem problematischen Lebensstil, nur weil es 2% gibt, die sehr viel Geld haben und uns da in irgendeiner Weise wie Marionetten an den Fäden ziehen. Was ist Ihnen daran jetzt nicht klar? Ja. Außer, dass das jetzt nicht dauernd im Fernsehen so benannt wird. Was ist Ihnen daran nicht klar? Naja, das setzt voraus, dass wir alle ferngesteuert sind von einer sehr kleinen Minderheit. Das könnte man doch an ganz, ganz vielen Punkten nachweisen. Warum arbeiten die Menschen so viel? Warum konsumieren sie so viel? Das sind aus meiner Sicht, das ist so, sagen wir mal, so ähnlich, versuche ich mal eine Parallele zu ziehen, wenn wir seit Jahren über das Gesundheitssystem diskutieren, 5 € mehr oder 0,5% rauf oder runter, Medikamentengebühr oder wollen wir das machen, dieses oder jenes, da werden wir 30 Jahre lang sind wir damit beschäftigt, irgendwas zu verbessern oder eine Verschlimmbesserung zu verhindern. Herr Schneider, aber in Wirklichkeit ist das ganze System irgendwie krank. Damit Nico Pech die Gelegenheit hat, sich an Ihrer These abzuarbeiten, versuche ich Sie mal in einem Satz zusammenzufassen. Also Sie glauben, dass 98% auf dem Holzweg sind, weil 2% es so wollen. Ich glaube, dass wir, so wie wir jetzt diskutieren, nie auf einen grünen Zweig kommen werden, weil die Menschen immer noch irgendwo nach Reichtum streben. Also so wie er ja auch sagt, das Wichtigste, was es braucht, um gut zu leben, ist Anerkennung. Und die Anerkennung bei uns bekommt man in unserer Gesellschaft, und das ist nun ein Modell, welches sich doch weltweit immer mehr ausweitet. Immer noch 1 Milliarde Menschen mehr kommen alle paar Jahre hinzu, die diesem Modell folgen. Die Anerkennung zu bekommen durch entweder Reichtum,
materielle Ressourcenverfügung oder, wenn du das noch nicht hast, zum Beispiel im Studium oder als kleiner Arbeiter, durch das Streben nach Reichtum. Das okay, aber dann so sind wir verankert, inkorporiert in die Menschen. Mhm. Ne, wo kommt das denn her? Dann sind wir aber, Herr Pech, und dann sind Sie jetzt auch dran, bei deutlich mehr als 2%, die von diesem Geist erfasst sind. Ja, selbstverständlich, sind. Aber die 2% profitieren und die möchten, dass das auch so ist. Vor 500 Jahren war das noch nicht so weit verbreitet, dieses Denken. Gut. Und dieses inkorporierte Streben nach Reichtum. Herr Pech. Ja, ich glaube also auch nicht, dass wir in modernen parlamentarischen Demokratien wie Marionetten funktionieren, womit ich aber überhaupt nicht ausschließen will, dass es schon einen gewissen Manipulationsspielraum gibt, dem auch wir irgendwie anheimfallen. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber ich habe manchmal sogar den Eindruck, weil oft wird ja gesagt, die Werbung sei das, ne, die uns so verführt. Und das ist ja unglaublich, was also Werbefachleute, Neuromarketing und so weiter, kann man da als Stichwort nennen, so alles auf dem Zettel haben, was die so alles hinkriegen. Aber ich habe den Eindruck, dass die Reizüberflutung und die Multiplität der medialen Einwirkungen so weit gewachsen ist, dass die Werbung gar nicht mehr richtig funktioniert. Die kommt gar nicht mehr so richtig an uns ran. Wir haben gar nicht mehr die Zeit, uns auf die Werbung zu konzentrieren. Also die Werbung ist fast schon inflationiert. Von daher kann es sogar sein, dass diese Quelle der Manipulation sogar an Relevanz verloren hat. Aber nun gut, natürlich hat der Anrufer recht, wenn er sagt, dass wir in modernen Konsumkulturen schlicht und ergreifend gar keine andere Routine mehr, gar kein anderes Handwerkszeug mehr haben, um unsere Freiheit zu gestalten, als eben Reichtum zu erwirken. Reichtum, der ganz unterschiedliche Formen haben kann. Das muss nicht immer nur ein Konto sein, das gefüllt ist, oder ein Einfamilienhaus. Auch die Anzahl der Plätze auf diesem Planeten, die wir immer wieder abgrasen durch Flugreisen, die digitalen Nomaden beispielsweise, die man da nennen kann, die erzeugen ja auch eine ganz bestimmte Form von materialisiertem Reichtum, der ganz neu ist. Das sind aber kulturelle Phänomene. Ich bin nicht einverstanden damit zu sagen, dass es das Schicksal des Menschen ist, so zu leben und nicht anders. Man kann Kulturen durchbrechen. Man kann im Kleinen Gegenkulturen aufbauen. Man braucht dazu Disziplin. Man braucht Erfindungsreichtum. Man braucht auch eine gewisse Sturheit oder Halsstarrigkeit. Und es kann sein, dass derzeit noch nicht genug solcher sozialen Inseln oder Reallabore entstehen, weil schlicht und ergreifend der Druck noch nicht groß genug ist und die Verführungskraft, das Alte beizubehalten, noch zu groß ist. Vielleicht war das schon eine vorweggenommene Antwort auf eine Mail, die Klaus Langer geschrieben hat. Ich begreife Sie, Herr Pech, als eine Art Pessimismus-Test, den wir jetzt mal machen können. Klaus Langer schreibt nämlich, manchmal hilft ein Blick in die Natur. Eine 1000-jährige Eiche ist nicht größer als eine, die erst 100 Jahre alt ist. Würde letztere so weiter wachsen wie in ihrem ersten Lebensjahrhundert, bekäme sie schnell statische Probleme und würde beim ersten Sturm umfallen. Auch wir Menschen sind spätestens im Alter von 21 Jahren ausgewachsen und werden nicht mehr größer. Wachstum hat also eine natürliche Grenze. Was den Menschen, und jetzt kommt diese pessimistische Passage, die ich meinte, was den Menschen diese Sackgasse der Evolution glauben macht, er könne diese Vorgaben aushebeln, ist mir unerklärlich. Beruhigend erscheint mir, dass die Natur Ungleichgewichte korrigiert. Wird eine Spezies zu stark, ändern sich die Umweltbedingungen so, dass alles wieder in Balance gerät. Nun sind wir es selbst, die die Welt in Schieflage bringen. Unter diesem Blickwinkel habe ich das größte Vergnügen an diesem netten Witz. Treffen sich zwei Planeten im Weltall. Der eine, wie geht es dir? Der andere, ganz schlecht. Ich habe Homo sapiens. Darauf der erste, ach, mach dir darüber keine Sorgen. Das hatte ich auch mal. Zitiert Klaus Langer. Ja, das ist einer der ältesten Witze der Ökoszene, genau. Aber der ist immer wieder gut und den kann man schon wiederholen. Für Freunde der Apokalypse. Ja, aber wissen Sie, ich glaube nicht an die Apokalypse. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Komplexität der Ökosphäre dazu führt, dass selbst wenn kollapsartige Szenarien auf uns zukommen, dass dann nicht plötzlich ein Planet ausgelöscht wird oder die Lebensgrundlagen des Homo sapiens ausgelöscht werden, sondern dass
manche Erdteile eben schneller dran sind als andere. Und auch da wird es nicht so sein, dass plötzlich ein Massensterben an Tieren, Pflanzen oder Menschen zu befürchten ist. So klug sind wir schon, so reagibel sind wir schon, dass dann, wenn es weh tut oder wenn die Gefahr besteht, dass es weh tut, dass wir dann in der Lage sind, Konsequenzen zu ziehen. Und wenn beispielsweise die Klimafolgen immer drakonischer werden, dann wird der erste Effekt nicht der sein, dass Menschen sterben, sondern dass wir nicht mehr so viel Geld haben, weil ein immer größerer Teil unseres Einkommens und unseres Vermögens dafür ausgegeben werden muss, uns zu schützen vor den Folgen etwa des Klimawandels oder auch den Folgen ganz anderer ökologischer Katastrophen. Das ist schon ein Rückkopplungsmechanismus, der mir Hoffnung macht als Ökonom, ganz im Ernst, weil ich glaube, dass das, gerade weil wir da so angreifbar sind, weil wir ja mehr oder weniger egomane Konsumentinnen und Konsumenten sind, dass dies sofort dazu führt, dass wir nachdenken über unser Leben. Auch andere Konsequenzen, nicht nur der Klimawandel, Finanzkrisen, ich habe gerade die Sinnkrise, Ressourcenkrisen, Migrationskrisen und dergleichen genannt, auch dies wird in irgendeiner Form zu einem Widerspruch führen, der uns etwas lernen lässt, auch weil er wehtut. Und das ist dann nicht ein Widerspruch, der gleich irgendwie wie ein Meteoriteneinschlag als Katastrophe dann dasteht. Also ich glaube schon, dass wir auf Krisen zu rasen. Ich glaube nicht an sowas wie einen Weltuntergang oder schlimme Apokalypsen. Mhm. Wir schaffen ja gerade noch Siegfried Dingel, sehe ich gerade. Aus Berge bei Quakenbrück heißt das, Herr Dingel? Ja. Guten Abend. Dort bin ich zurzeit. Ich bin Remscheider. Ja. Aber ich rufe von hier aus an. Ich habe dort einen zweiten Wohnsitz. Was wollen Sie uns denn sagen, Herr Dingel, wo es jetzt auf 9 Uhr zugeht? Ja, leider. Was ich in die Diskussion einbringen möchte, ist, dass wir endlich mal, das ist eben schon teilweise passiert, auf das geschehen, was in der Natur üblich ist und was die Erde kennzeichnet, nämlich Kreislaufprozesse, ständiger Wechsel von Energie in Materie, unterschiedliche Materienformen, Weiterentwicklung von Materie und Energie. Wir betrachten immer das dumme Spiel der Finanzwirtschaft, die nur eine lineare Richtung kennt, die immer mehr Geld braucht. Die Steigerungslogik und die ist falsch. Wir müssten bei unseren Denkprozessen schauen, was passiert auf dieser Erde. Wie wechseln die Zustände? Welche Konsequenzen hat das? Mhm. Was kostet uns das? Da stoßen wir an ganz klare Limits, dass eben nicht verschwendet werden kann. Herr Dinge, dann lassen Sie uns zum Schluss, Nico Pech, die Gelegenheit geben, noch sich bei diesem, an diesem Stichwort zu versuchen. Denn in der Natur, Herr Pech, gibt es ja auch Zerstörung. Ja, selbstverständlich. Es gibt eben dieses Kreislaufprinzip, also so einen Metabolismus, wie es so schön heißt, der ein Werden und Entstehen bedingt. Das ist völlig richtig. Aber ich warne davor, zu glauben, dass man über das Kreislaufprinzip das Wachstumsproblem lösen kann. Denn es ist falsch, die Natur nur da zu beobachten, wo sie Kreisläufe erzeugt, weil die Natur zwei Dinge tut immer. Sie beruht auf Kreislaufprinzipien und sie beruht darauf, dass eben nach Erreichen einer bestimmten Grenze kein Wachstum mehr da ist. Das Beispiel mit der Eiche, das gerade schon mal genannt wurde, das haben Sie, glaube ich, verlesen, so eine E-Mail, genau. Das macht das ja ganz deutlich. Das heißt also, unsere Wirtschaft als Kreislaufsystem darzustellen, würde nur ökologisch funktionieren, wenn dann die Wirtschaft nicht zu groß ist. Denn auch das Führen von Materie im Kreislauf bedeutet, dass wir Energie brauchen und diese Energie wird begrenzt sein, wenn sie regenerativ ist. Sie haben richtig gehört, das ist ein Märchen zu glauben, man habe unendlich viel regenerative Energie. Das stimmt nicht. Die Sonne ist zwar in gewisser Weise unendlich, aber die Technologien, die Flächen, die Räume, die wir brauchen, um die Sonnenenergie nicht nur einzufangen, sondern sie auch umzuwandeln in eine Energieform, die Menschen in Produktion, Konsum und Mobilität verwenden können. Das ist eben dann alles begrenzt. Das heißt also, Kreislaufprinzipien
sind zwar gut, aber sie funktionieren auch nur innerhalb eines Systems, das keinem Wachstumszwang unterliegt. Wir haben viele Experimente gemacht in der Produktionswirtschaft, im Produktdesign, in der Energie und anderswo, um biologische oder auch technische Kreisläufe aufzubauen. Es gibt viele Kollegen von mir, die behaupten, man könne auf Basis von Kreislaufwirtschaft, man spricht von ökologischer Konsistenz, Cradle to Cradle, da gibt es so schöne Begriffe, man könne damit die ökologischen Probleme, die das Wachstum schafft, irgendwie lösen. Das stimmt nicht. Man kann damit einige Probleme lösen, aber nicht alle. Okay. Genau. Wer es genauer wissen will, hat ja immer noch Gelegenheit, ihr Buch zu lesen oder eines ihrer Bücher. Ich nenne Befreiung vom Überfluss auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie. Das ist bei Ökom erschienen. Herzlichen Dank für diesen Abend, Herr Pech. Ich bedanke mich für die Einladung. Falls Sie sagen, die Gedanken des heutigen Abends sollen weiter ihren Weg machen, dann schicken Sie doch einfach den Link zu dieser Sendung an Interessierte weiter. Denn man kann ja auf wdr5.de das philosophische Radio als Podcast nachhören. Nächsten Freitag kommt Markus Gabriel. Dann sprechen wir über sein neues Buch Ich ist nicht Gehirn. Da geht es um die Frage, ob wir von der Neurochemie unseres Hirns gesteuert werden oder ob wir freie Wesen sind. Ihren Gedanken an philo@wdr.de. Danke fürs Zuhören. Grübeln Sie nicht zu viel.